Pole Dance ist entstanden erst aus dem Chinese Pole, dann wurde es halt in die Table Dance Bars rübergezogen und jetzt nehmen wir es von den Table Dance Bars wieder in den Sport zurück. Pole Dance ist eine Mischung aus Kraftsport, Ausdauer, Kraftausdauer, Eleganz, ein bisschen Erotik ist natürlich auch mit dabei und das alles verbunden mit akrobatischen Figuren an der Stange. Pole Dance unterscheidet sich von anderen Sportarten einfach dadurch, dass es sehr viel kombiniert. Beim Pole Dance ist so vieles verbunden, also man trainiert auch den kompletten Körper, man braucht wirklich jede Muskelpartie und das ist es eigentlich, denke ich mal, was Pole Dance hauptsächlich zu anderen Sportarten unterscheidet. Ich denke, dass Pole Dance sich sehr gut dafür eignet, wenn jemand sehr schüchtern ist oder wenn jemand so ein bisschen sich in seinem Körper noch nicht so ganz wohl fühlt, weil er dann seine Erotik auch so ein bisschen entdecken kann. Also das ist, denke ich mal, auch ein Grund, weshalb die Frauen Pole Dance machen möchten, weil sie sich ein bisschen ausleben können. Das erste, was ich Anfängern beibringe, ist um die Stange rumlaufen. Dann fange ich an mit drei verschiedenen Tricks. Einmal bringe ich denen den Fireman bei, den New York Back und dann vielleicht noch den Chair. Und ganz zum Schluss können sie dann auch noch mal klettern üben. Wir haben auch eine Competition in Show Class. Und da sind die Tänzerinnen drin, die auch auftreten möchten. Pole Dance wird halt auch als künstlerische Form für Events zum Beispiel gebucht. Und das hat ja nichts mehr mit Erotik zu tun, sondern wirklich mit künstlerischem Auftreten.